Film sollten Sie nicht versäumen. Todesbucht der Shaolin. Männlich. Spektakulär. Das unglaubliche Aufgebot von 3500 Kriegern, auf die das Publikum 3 Jahre gewartet hat. Die Schildkämpfer! Todesbucht der Shaolin, ein Epos der chinesischen Geschichte. Über Patriotismus, über Heroismus. Über Selbstaufopferung, in Blut geschrieben. Todesbucht der Shaolin. Sehen Sie den letzten Auftritt eines Mannes, der sich selbst opfert. Todesbucht der Shaolin. Sehen Sie die Ergebenheit dreier Männer. Sehen Sie die Söhne Chinas. Zuerst im Kampf, zuletzt lächelnd. Ihr hört es, ihr nirgendwo sonst kaufen könnt. Wir organisieren einen Aufstand gegen Sie in Litau. Wie viel werdet ihr mir bezahlen? Was? Bezahlen? Wir kämpfen für unsere Freiheit, nicht für Geld. Siehst du nicht, dass Männer für ihr Land sterben? Nein, es gibt kein Geld. Todesbucht der Shaolin. Fremde Eindringlinge. Grausamkeiten. Auch in Blut geschrieben. Chinesische Weisheit. Voll demonstriert. Chinesische Großmut. Vollkommen gerechtfertigt. Beim tödlichen Auftritt in Todesbucht der Shaolin. Der geschichtemachende Actionfilm. Todesbucht der Shaolin. Dazu die millionenteure Starbesetzung. Todesbucht der Shaolin. Ein Film gemacht für das männliche Ich. Todesbucht der Shaolin.